Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkey. Ist das die DAX-Analyse für den Dienstag, den 2.8.2022? Und die in die Bäume geschubsten Bären haben sich ein bisschen präsenter gezeigt zum Montag. Allerdings muss man auch schon sagen, dass da eher mehr Nasepopeln angesagt war, beziehungsweise hier Rumgestochere auf dem Bambusstäbchen. Die haben ja nicht wirklich viel gemacht. Also, wenn wir das ja auf H2-Sicht anschauen, ist es, ja, ein trockener Pups zur Seite. Mehr ist das nicht. Ja, der hat hier einen Abwärtsgap runtergesetzt vom Eröffnungsniveau. Das hat er ganztägig verteidigt. Oben das Gap geschlossen. Also, ich sag mal, so eine Mindestaufgabe, die er für den Tag dann reingebracht hat durch das Abwärtsgap, die hat er erfüllt. Hat dann nochmal die Eröffnung verteidigt. Aber, ja, mein Gott, viel mehr ist das auch nicht. Also, die Tageskerze, die sieht nun auch nahezu eher, ja, verdochtet, verluntet aus. Lässt ein bisschen Eindruck offen, dass er doch nach unten umkehren will. Wir hatten gestern durchgesprochen, im bärischen Szenario könnte er auch durchaus schon 350 erreichen zum Montag. Das haben wir ganz klar nicht gesehen. Das heißt, er ist deutlich träger im Rückgang, im Rückwärtsgang unterwegs, was ein Zeichen dafür sein kann, dass das ähnlich wie jetzt hier die letzte Woche einfach ein kleines Korrekturmuster zur Seite ist, was von anschließendem Kaufdruck wieder überlaufen wird. Das heißt, sollte es unserem DAX gelingen, sich wieder aufzudrehen, das hat er ja bereits zur letzten Stunde hier versucht, die grüne Kerze ist schon da, und sich hier wieder hochzustellen, darf er natürlich überhalb von 13,55 dann in das reingehen, was wir gestern erzählt hatten. Wir hatten darüber gesprochen, über die 6,50 hier, 6,20, 6,50, diesen Bereich eben vor dem Gap, der hier nochmal schön reagieren kann. Muss man jetzt natürlich ein bisschen in Relation setzen, dadurch, dass die 5,50er jetzt hier ausgiebig schon nach unten reagiert hat. Das war ja unser vorheriges langes Ziel gewesen. Kann es auch durchaus sein, dass er die 6,50 dann doch deutlich gröber nach oben schneidet. Vielleicht auch an dem Tief hier mal was probiert. Das ist dann die 7,50. Alles sehr 50er fixiert hier. Und dann haben wir 7,90. Dann tatsächlich auch den Gap Close. Also das wäre auf der Oberseite auf jeden Fall noch erreichbar. Wenn er jetzt hier oben rausdrückt, sollte er sich nochmal rausschieben. Ähnlich wie das jetzt hier die letzten Tage lief, würde ich die 400 unten noch erwarten. 3,50 fände ich auch noch legitim. Ich sag mal, selbst 2,80 wäre noch okay, aber es wäre für mich. Für mich persönlich wäre es zu tief dann eigentlich. Also so unter 300 finde ich ihn dann schon deutlicher zu tief. Einfach dadurch, dass wir ja auf Tagessicht letztendlich immer noch irgendwo einen Abwärtstrend im Nacken haben halt, ne? Und er hier einen Doppelboden probiert und für den Doppelboden halt auch nicht zu viel Zeit verdödeln sollte. Na, es gibt da jetzt kein Gesetz, das besagt, er darf da jetzt nicht noch eine Woche Pause machen, das dürfte er, aber es macht es schwerer. Na, gerade wenn er aus so einer Formation rauskommt und hier so aufstemmt, da sollte er schon zusehen, dass er zügiger auch dann den oberen Bereich ausgehebelt bekommt, um sich einfach die Käufer bei Laune zu halten. Denn wenn die Käufer die Laune verlieren, die Verkäufer sind so und so bei der Stange hier momentan, dann kriegt er halt wieder ordentlich, ja, dann kriegt er wieder ordentliche Knallkerzen rein, ja, und dann rasselt hier wieder sowas nach unten auf einmal. Und dann sieht es schnell wieder schlecht aus im DAX und dann reden wir wieder über ganz andere Ziele. Aber dafür muss er halt auch erstmal da unter die 13.300 und dann muss er auch noch unter 13.000 wieder runterfallen. Also bis dahin muss schon noch ein bisschen was passieren. Sieht jetzt erstmal nicht so schlecht aus. Ja, das ist eine klare Erholung zu sehen. Die ist intakt, die ist fortgeschritten und die kann auch noch ein bisschen weitergehen. Darf er noch und Entschuldigung, warte. Ja, und das, was er zum Montag gemacht hat, hat er auf jeden Fall jetzt auch nicht irgendwie die Situation geändert, ne? Das begünstigt eher eine Fortsetzung der Erholung. Punkt. So, jetzt muss ich erstmal was trinken gehen. Deswegen machen wir hier aus. Ist aber auch alles gesagt. Also, da ist nichts Neues hinzuzufügen. Der kann noch weitermachen. 6,20, 6,50, das wäre ja noch denkbar. Und rüber haben wir 7,50 hat man gesagt. Und 7,90 dann wieder. Sind auch noch erreichbare Ziele. Supports bleiben gleich unten, 400, 350, 280. Ja, von daher, können wir es dabei sein lassen. Ich wünsche euch viel Erfolg zum Dienstag, gutes Gelingen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.